Hallo liebe Leute, da spricht wieder Christian, euer Fototrainer. Das ist jetzt der dritte Teil, das dritte Einsteigervideo zu dieser ganz, ganz einfachen, relativ alten Canon 1300 Dora. Es gibt schon zwei Videos, schaut euch die auch an. Und im dritten möchte ich noch ein paar Punkte besprechen, die mir immer in meinem Einsteigerkurs auch immer wieder, mit denen ich immer wieder konfrontiert werde. Hat nichts mit Canon zu tun, geht bei jeder anderen Kamera, liegt das sehr ähnlich, aber ich habe halt diese alte Canon hier bei mir und darum kann ich da auch ganz gut drüber sprechen. Bleiben wir nochmal bei den Bedienelementen. Also wenn ihr die Canon so anschaut, das wird euch bei den anderen Herstellern ähnlich entgegenkommen. Das heißt, ihr habt hier meistens ein Steuerkreuz, also so eine Vier-Wege-Taste und vielleicht noch ein Drahtrad drumherum. Und da liegen so Funktionen drauf. Und über die sprechen wir mal kurz. Es gibt noch einige andere Tasten, natürlich mache ich noch ein Video, aber ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch was Spezielles interessiert für diese Einsteigerthemen. Bei mir, bei diesem Steuerkreuz, also bei dieser Canon hier, steht nach oben ISO. Ja, also wenn ich sozusagen Norden, also die oberste Taste drücke, ISO. Warum? Weil da liegen die Funktionen drauf, die man sehr häufig braucht. Damit man einen Schnellzugriff hat, nicht in ein Menü muss, kann man diese Tasten so verwenden oder soll man diese Tasten so verwenden. Viele Kameras kann man das auch umbelegen, dann liegt das anders, wo es natürlich sehr pfiffig ist, wenn es dann mit ISO beschriftet ist und dann der Autofokus drauf liegt. Wenn es für dich funktioniert, ist gut, wenn du die Kamera jemandem anderen in die Hand gibst, verzweifelt er, ja. Aber bei dieser Canon, glaube ich, kann man das gar nicht umbelegen, weil eben Basismodell. Und da steht eben der Nord-Taste sozusagen, also wir gehen so Himmelsrichtung mäßig durch, steht ISO. So, bleiben wir nochmal bei diesem Steuerkreuz mit der Nordposition. Nordposition, ich gehe es kurz durch, ist die ISO-Einstellung. Die könnt ihr jetzt mit den Pfeilen links und rechts verändern, rauf oder runter. Da geht es bis 6400 ISO. Und dann mit der Set-Taste in der Mitte von dem Steuerkreuz fixieren und das ist auch eine neue ISO. Zweiter Punkt auf diesem Steuerkreuz wäre zum Beispiel, also östlich sozusagen Richtung Griff, habe ich jetzt Autofokus, also hier gibt es Funktionen, nicht viele, aber Möglichkeiten, den Autofokus zu beeinflussen. In dem Fall geht es um One-Shot, das heißt, einmal fokussieren wird scharf gestellt oder Servo und AI Autofokus, das heißt, die, wie Sie sagen, in anderen Kamerasystemen heißt das dann Continuous Autofokus, das heißt, der Autofokus ändert sich nach, wenn sich mein Objekt oder ich mich bewege. Also bleibt immer auf dem Objekt sozusagen kleben. Meistens gibt es da mehrere Optionen, das ist nur ein Einsteigermodell, also da geht es um Autofokus. Beim dritten Punkt, also beim Südpunkt jetzt, also steht WB, steht für White Balance, und hier kann man den Weißabgleich einstellen. Was das ist und was das tut, Weißabgleich, müsste man ein ganzes Video machen. Hier ist es auf AWB eingestellt, also auf Auto White Balance, das heißt, die Kamera, also der Prozessor, entscheidet selber sinngemäß, wie ist das richtig. White Balance ist die Aussage, wenn ich verschiedene Lichtquellen habe, die unterschiedliche Farbtemperaturen haben und die bringen mir dann ein Bild zusammen, wo weiß nicht mehr weiß ist. Das ist besonders bei Hautdönern sehr hässlich oder wenn ihr ein Blatt weißes Papier habt, dann ist das nicht mehr weiß, sondern vielleicht gelbstichig oder blaustichig oder so. Um diesen Fehler auszugleichen oder um diesen Effekt auszugleichen, gibt es diesen Weißabgleich, der korrigiert das sozusagen gegen. Ich fahre meistens mit dem AWB, also mit dem Auto White Balance sehr gut. Ich fotografiere aber auch alles im RAW und kann nachher auch immer wieder was verändern. Wenn ihr in JPEG mal bleiben wollt, wenn ihr nur Einsteiger seid, also würde ich euch raten, lasst es auch diesen AWB. Wenn ihr euch tiefer mit dem Weißabgleich beschäftigen wollt, probiert es mal rum, aber nicht vergessen, er müsste dann immer so eingestellt sein in den Lichtverhältnissen, in denen ihr fotografiert. Das ist aber sehr viel Einstellarbeit. Wenn ihr wirklich also jetzt draußen irgendwie herumgeht und ihr seid mal im Schatten und einmal im Licht und dann geht ihr in ein Haus rein und wieder raus, also würde sich dauernd der Weißabgleich ändern oder müsstet ihr dauernd den Modus nachändern. Könnt ihr gerne mal rumexperimentieren, aber seid gewahrsam und schaut immer, dass ihr am Schluss wieder diesen AWB habt, sonst kriegen alle eure folgenden Bilder immer einen so einen Farbstich. Oder wenn ihr jetzt schon Bilder habt, die einen Farbstich haben, die so sehr bläulich sind oder sehr grünlich oder sehr gelblich, dann ist wahrscheinlich der Weißabgleich verstellt. Tut euch was Gutes, stellt ihr auf den AWB und er wird gut sein. Er wird vielleicht nicht perfekt sein, aber er wird gut sein. Okay, das zum Weißabgleich. Und die vierte Position, also jetzt die westliche Position, die halt zum Display zeigt, ist hier bei der Canon jetzt Betriebsart Selbstauslöser. Ich habe da hier so ein paar Bildchen drauf wieder.
Also ist ein bisschen Einsteigerkamera richtig einfach gelöst. Also das erste Position, die jetzt auch gestellt ist, ist sozusagen das Einzelbild, also einmal drücken, ein Bild. Ja. Zweite Position wäre jetzt Serienbild, dann wird es dann funktioniert nur mäßig, weil ich hier das nicht eingestellt habe. So. Ja, also so Serienaufnahme, klick, 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 klick. Ja. Ihr hört es aber auch schon zum Beispiel an diesem Klick, Klick, Klick. Ja, achtet mal darauf. Ich habe aber eingestellt jetzt RAW und JPEG, also so die größte mögliche Dateibelastung, die ich haben kann. Und jetzt nach 5, 6 Bildern wird das sehr, sehr langsam und bremst sich richtig runter. Und diese Einsteigerkamera ist eigentlich am Ende. Ja. Also er macht jetzt nur mehr so alle Sekunden ein Bild. Ja. Also das ist einfach, wenn ihr jetzt schnelle Sportereignisse damit fotografieren wollt, geht es nicht. Zeige ich aber noch etwas. Das hat jetzt mit der Bildqualität einfach zu tun. Wenn ihr nicht im RAW fotografiert und ihr stellt nur JPEG ein, allerdings in der besten Qualität, ja, dann klingt das so. Und das geht relativ lang. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwann langsamer wird, aber auf 30 oder so Stück bin ich auf jeden Fall gekommen. Dann vielleicht hört es auch nie auf, ja? Also dann auf jeden Fall wird die Frequenz höher, wenn ihr kein RAW fotografiert. Also weil die Datenmenge im RAW wesentlich größer ist, würde es aber trotzdem nicht machen, weil ich habe immer lieber das RAW, als es nicht zu haben. Ja? Was ich persönlich aber auch nicht habe, ist, dass ich JPEG und RAW aufnehme. Ja? Bleiben wir nochmal nur bei RAW, das wäre sozusagen mein Betriebsart. Ja. Also er macht 6, 7, 8 Bilder und dann wird er wieder langsamer, geht er wieder auf diesen Sekundenrhythmus. Also das ist grenzwertig schnell für meine Anwendung. Ja? Also zu langsam, wenn man jetzt was Schnelleres fotografieren will, sowieso zu langsam. Aber ist ja auch ein Einsteigermodell. Was noch in diesem Modus drin ist, wo ich gerade war, also diesem Auslösemodus, also nicht nur Einzelbild und Serienbild, ist dann auch noch ein Zeitauslöser, also ein Selbstauslöser, dass man sich vielleicht vom Stativ selber macht oder eine Gruppe selber fotografiert. Meistens gibt es da zwei Varianten mit 10, also um die 10 Sekunden und 2 Sekunden, also sehr schnell und ausreichend schnell oder ausreichend langsam, damit man selber noch zur Gruppe gehen kann. Die 2 Sekunden machen meistens dann Sinn, klingt komisch, warum man 2 Sekunden macht, aber das wird meistens vom Stativ verwendet, um nicht auszulösen, also um nicht drücken zu müssen, um nichts anzugreifen, stellt man sich den Zeitauslöser ein. Natürlich löst man aus, aber erst 2 Sekunden später. Also, ja, ihr seht es auch hier vorne, leuchtet dann so eine Warnlampe oder ein Licht auf, das mir sagt, jetzt läuft der Timer. Und nach 2 Sekunden macht er das Bild. Hat den Vorteil, dass man sozusagen nicht am Stativ noch drückt, sondern drauf drückt, das Stativ sozusagen ruhig schwingt, man die Hand weg und dann macht er das Bild. Das hat mit Belichtungszeiten zu tun, das ist für grenzwertige Situationen durchaus interessant. Meistens verwendet man es so. Und dann hat die Kamera noch hier eine Reihenaufnahme, da schau her, da kann man jetzt zum Beispiel 7 Bilder habe ich jetzt aktiviert. Jetzt müssten hier nach einer gewissen Zeit, weiß ich nicht wie viel das ist, machen wir eine Erfahrung. Also er hat eine gewisse Vorlaufzeit, wieso die ist oder wie lang die ist, glaube ich, kann man nicht verändern. Müsste ich jetzt nicht. Und dann macht er ein Serienbild. Kann interessant sein, ja. Okay, das ist halt bei dieser Canon so. Stellt sich auf Einzelbild. So, das waren wieder ein paar Tipps und Tricks rund um dieses Einsteigermodell, beziehungsweise gilt das sehr, sehr ähnlich für alle Einsteigerkameras mit diesem DSLR-Einsteigerniveau, ja. Ich weiß schon, aktuelle Kameras, auch billige aktuelle Kameras, spiegellose Systemkameras, Sony A6000er Serie und so, billig auch nicht, aber Einsteigersysteme bieten noch viel, viel mehr. Ja. Das ist, wie gesagt, in die Jahre gekommen und das ist wirklich das untere Ende, aber es ist ganz gut, um zu lernen und es kostet fast nichts im Gebrauchtmarkt. So, ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht, es war lehrreich und interessant. Bitte abonnieren. Bitte ich euch darum, das wäre super, vielleicht auch kommentieren oder beides und auch Glocke, klick, 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 bim, bim, ganz wichtig, damit ihr auch immer die Infos kriegt, wann neue Videos kommen und die kommen eigentlich so einmal in der Woche sicher. Ich wünsche euch immer gut Licht, euer Fototrainer, der Christian, Servus, tschüss.
Tschüss und...